Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Oh yeah, und ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso wir hier nicht hoch können. Wieso können wir eigentlich durchs Wasser laufen? Achso, wir verlieren Leben, wenn wir durchs Wasser laufen. Gut zu wissen. Können wir darüber laufen? Können wir. Und wir erhalten für unsere Aktion einen Machttrunk. Yeah. So, will ich hier überhaupt rumlaufen? Ich weiß es nicht. Da hinten ist noch ein Gang. Ach, leck mich doch. Laufen wir halt einmal rum. Ich möchte zuerst den Gang da hinten wählen, weil der doch ein bisschen abgelegener ist. Da kommen wir gar nicht hin. Springen! Oh Mann, wieso springst du nicht? Er wollte nicht springen und jetzt sind mir die Assis hinterher, ey. Numara ist da! Na gut, Numara macht sie auch fertig. Ja, zum fünften Mal die Gegner. Gut, ich glaube nämlich, wir geben Fersengeld. Igitt, du bist eklig. Das stimmt. Der Typ ist echt ein bisschen krank. Wir brauchen hier momentan halt nichts töten, weil es ist halt sinnlos. Weil wir keine Erfahrung kriegen. Ja, jedenfalls nur sehr wenig Erfahrung. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Schwarze Höhle, große Halle der Kreaturen. Sollte mir das Sorgen machen? Was sind das denn für Viecher? Lauf, lauf! Gleich haben sie uns! Was seid ihr denn für Viechdinger ins Kirchens? Cross. Ah, das. Ah, der Weg da hinten führte zu denen. Interessant. Frischen wir unser Glühwürmchen mal auf. Schauen, was das hier zu bedeuten hat. Oh, mein Glühwürmchen verschwindet. Das heißt, da dürfen wir nicht gehen. Haben wir wenigstens jetzt neue Gegner, wo wir mal testen können, wie viel XP wir bekommen. Weil mittlerweile werden wir wieder einen Scheißdreck bekommen. Wir haben zwei Level, sind wir gestiegen und jetzt bringt das halt nichts mehr. Nicht sehr schlau, hä? Interessant. Das würde aber nichts daran ändern, dass wir überhaupt keine Erfahrung kriegen. Jetzt erst zum Schluss dran, ey. Wir müssen aber nur die kleinen Viecher erledigen und dann sind wir auch schon wieder dran. Ist leider nicht verfehle. Und ich krieg 19 Schaden dafür. Als Bestrafung. Aha. Ich skipp dich. Okay, das war schlecht. Sehr scheiße. Na gut, gehen wir weiter. Aber erstmal holen wir uns ein Glühwürmchen zurück. Ich wollte gerade sagen, Glühwürmchen, was ist denn los mit dir? Dann gehen wir halt hier hinten rum. Habe ich auch keinen Stress mit. Wir müssen halt nur langsam laufen, um herauszufinden, was um die Ecke ist. Wenn da jetzt wieder so ein Strudel ist, so ein Windstrudel, der unser Glühwürmchen wegpustet, bringt uns das nämlich herzlich wenig. Mal sehen, was kriegen wir jetzt hier? Ach, mal wieder die Jungs. Jetzt wird jeder nacheinander von denen dran sein, ey. Und jetzt.
Ja, wir können das ein bisschen reduzieren, sagen wir es mal so. Einen nehmen wir hier noch raus. Oder wir verfehlen zum zweiten Mal hintereinander, Mr. Keim. Jetzt verfehlt er sogar den Konter. Was ist denn los mit dir? Jetzt hätten wir schon zwei weniger gehabt. Bäh. 103 Schaden habe ich den gemacht, krass. Und das mit Jensen. Respekt, Jensen. Respekt. Okay, da haben wir das Windding ins Kirchens. Da gehen wir mal nicht hin. Was ist hier? Was bist denn du? Hä? Wie sinnlos bist denn du? Gut, lassen wir es halt sein. Was? Nein, das hast du nicht getan. Wir müssen auf Löcher im Boden aufpassen. Dreck. Kannst den Weg nochmal laufen, ey. Aber man muss dazu sagen, wir kennen mittlerweile den Weg, auch wenn es jetzt ein bisschen doof war. Und wir wissen auf jeden Fall, wir können in Löcher plumpsen und runterfallen. Und deswegen ist eigentlich das Licht nur da. Wenn wir nicht runterfallen. Nicht um irgendwie Monster wegzuhalten, nein. Um nicht runterzufallen. Naja, gut. Moment. Aha, ich wusste es. Buch der Zerteilung. Ich zerteile dich! Gehen wir mal wieder hier hin. Oh je. Ich hasse so eine Passage, wo man runterfallen kann und den ganzen Weg wiederholen muss. Das ist nicht lustig. Jetzt kommen schon wieder Gegner, ne? Ups, sorry. Ich habe ein Mikro geschlagen. Wir bräuchten wie bei Pokémon so ein Item, das nennt sich Schutz. Wo du einfach durchlaufen kannst. Wenn sie dir keine Erfahrung mehr geben, bringt es nämlich nichts, wenn du gegen die kämpfst. Och, ein Vogel nur. Töten wir zuerst den Vogel und dann einen von den Typen. Greifst du den nochmal an und du machst Fersengeld. Hätte ich doch den Vogel angegriffen. Jetzt quält er mich. Naja, wir sparen damit immer ein bisschen Zeit, ne? Da ist zum Beispiel ein Loch. Das hätte man sehen können. Sind die mir jetzt hinterhergelaufen oder was, weil ich sie nicht getötet habe oder was? Was? Weißt du was, wir kümmern uns mal um die. Wir kümmern uns mal um die. Die waren ja Erde, soweit ich weiß, ne? Genau, die waren Erde. Machen wir mal Deckung für den Keim. Und du machst Zauber, schwarze Magie, Luft auf A. Bringt dir doch einen Scheißdreck, den mach ich doch kaputt. Tja, da hat dir die Angriffsstärke nichts gebracht. Moment, er steht noch. Tja, weiß nicht. Mach mal am besten Prismara. 2F. Fügt allen Schaden einen erheblichen zusätzlichen Uha. Uha.
Und Deckung für Seth. Mach mal für den das. Da ist der erste weg. Und da ist der zweite weg. Oha, Prismara. Holy shit. Das ist nicht gut. Moment. Nee, nee, nee. Kraft war schon gut. Kraft war schon gut gegen ihn. Und du machst auch nochmal Kraft. Alter, macht er so eine riesen fette Attacke. Ich fass es nicht. Gruppe ist verflucht. Schön. Er ist tot. Es bringt ihn einen Scheißdreck. Was für ein sinnloser Kampf. Ja, Ming, du hast recht. Es war sowas von sinnlos. Ich habe nur eine Menge Leben aufs Spiel gesetzt. Mehr nicht eigentlich. Und jetzt kann ich schön meine Truppe wieder heilen. Klasse. Heilung. Du brauchst sowieso gleich ein bisschen MP. Aha. Oh, das hat's doch schon gebracht. Dann heilen wir jetzt die letzten noch mal ein bisschen hoch. Der reicht schon. Das reicht auch schon. Das hat's ja richtig gebracht. Krass. So, Mana-Kraut. 200. Krass. Kein Wunder, dass mir die Mana nicht ausgeht. Bei so viel Mana. Okay, laufen wir nochmal links entlang. Aber langsam. Bloß in kein Löchlein reinfallen. Das will hier nämlich niemand. Wobei, hier können wir noch laufen. Aber hier nicht mehr. So, vorsichtig. Wo sind wir reingefallen? Das, ich hab's schon wieder nicht gesehen. Kein Wunder, das sieht man ja auch gar nicht. Erst wenn man wirklich mit dem Licht nah dran ist, sieht man es. Das heißt, wir gehen jetzt hier vorsichtig. Fallen bloß nirgendwo runter. Da ist, glaube ich, noch ein Loch. Ja. Das habe ich schon gesehen von Weitem. Oh, da ist noch eins. Da ist noch eins. Da hinten ist ein Weg. Wir gehen langsam entlang. Bloß in kein Loch reinfallen. Hol uns mal ein neues Glühwürmchen. Ne, da können wir doch nur runterspringen, oder? Müssen wir runterspringen? Ich will nicht runterspringen. Wir gehen mal hier entlang. Scheiße, runterspringen. Das will doch keiner. Auf Löcher aufpassen. Auf Löcher aufpassen. Ich bin gerade komplett konzentriert, nicht in ein Loch einzutreten. Deswegen spreche ich gerade sehr wenig. Außerdem ist da ein Safe Point. Den will ich erreichen. Ja. Gott, nicht nervös werden, Zero. Alles wird gut. Was ist hier eine Truhe? Oh, Samenhalten. Ja, bitte speichern. Oh. Holy moly, würde ich mal sagen. Holy moly. Wir sind safe. Alles ist gut. Hier müssen wir zwangsweise unser Glühwürmchen loswerden, okay. Warum war da ein Safe Point? Kommt jetzt irgendwas Mächtiges?
Landen wir bei den Viechern oder was? Großhalte Kreaturen. Ja, wir sind wieder zurück. Gib her den Scheiß. Allheilmittel. Sehr schön. Und was bringt mir das hier, die Ecke hier? Gar nichts endlich. Ne, herzlichen Glückwunsch, Zero. Das ist nicht gut. Das macht Krach. Nicht nur das. Ich höre was. Da ist irgendwas. Sie kommen! Oh nein, das ist doch nicht euer Ernst. Das gefällt mir doch gleich viel besser. Es gibt nur einen Weg hinaus. Wir müssen durch sie hindurch. Wir dürfen nicht erwischt werden von denen, ja? Ist der scharf auf mich? Lauf! Oh. Wir sind an ihm vorbeigekommen. Verzieh dich da. Ja. Was? Nein! Wieso nicht? Weißt du was, dann kämpfen wir halt gegen die. So stark können die schon nicht sein. Ganz ehrlich. Machen wir kaputt. Das wird mir Spaß machen. Erde, ja? Das gefällt dem Papa. Das gefällt dem Papa. So, wir geben ihm mal die Zauberunterstützung für Ming. Du greifst meinetwegen den an. Du machst, was war das? Luft, ne? Ne, Erde. Und gegen Erde hilft Luft, oder? Ja, Luft. Oder ich mach Prismara. Und du machst nämlich Zauberunterstützung für Jensen. Und da gibt es nämlich eine richtig heftige Attacke. Auch wenn die alle zuerst dran sind. Ja, solange sie die Mega angreifen. Ah, okay. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Macht des Todes. Noch stehen sie. Die stehen immer noch. Gut, dann machen wir am besten Luft, ja. Und du machst schwarze Magie auf Luft. Gegen auch meinetwegen A. Wir sind jetzt momentan eine stark reduzierte Gruppe, aber die haben nämlich keine Chance mehr. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich geb's zu. Wieder lebt noch. Wie kann das sein? Oh, Schaden hoch. Ist ja unglaublich. Hey, er ist wieder bereit. Zwei Runden müssen die ihm aussetzen. Haben wir wenigstens herausgefunden, wie lange die aussetzen müssen. Ich glaube, wir hätten auch einfach weglaufen können, oder? Springen, dann schauen.
Ja, wir kriegen so wenig Erfahrung. Wir laufen das nächste Mal da weg. Das bringt mir nichts. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, beenden wir die Folge und sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.